Eine lange Nacht für die Feuerwehr in Hamburg. Schwarzer Rauch zieht über den Hafen und Flammen schlagen aus einem Schiffsdeck. Ja, und auch nach 20 Stunden kann der Brand auf dem 300 Meter langen Containerfrachter nicht gelöscht werden. Heute früh müssen die 120 Einsatzkräfte von Kollegen abgelöst werden, weil nämlich die Löscharbeiten immer noch andauern. Eine schaurig schöne Morgenidylle heute früh im Hamburger Hafen. Noch immer ist der Brand bei Sonnenaufgang auf der CCNI Arauco nicht gelöscht. Die ganze Nacht hatten zeitweise bis zu 300 Feuerwehrleute unter Hochdruck gearbeitet. Angeblich befinden sich Container mit gefährlichem Gut, aber nicht in der Nähe des Feuers. Ja, wir haben also nachtüber dreimal den Laderaum mit CO2 geflutet, während der gesamten Nacht auch den Laderaum gekühlt. Im Moment haben wir messbare Temperaturen unter 40 Grad, was ein sehr gutes Zeichen ist. Wir hatten in der Nacht aber auch höhere Temperaturen. Wenn wir die Kühlung mal weggenommen haben, haben wir gleich einen Anstieg der Temperaturen festgestellt. Schnell wurden gestern etliche Spezialkräfte der Hamburger Feuerwehr vor Ort dirigiert. Dann auch gleich das Auslösen der zweithöchsten Alarmstufe, weil die Lage zunächst unübersichtlich und die Rauchentwicklung extrem war. Den Schiffsrumpf und den Laderaum kühlen und so viele Container wie möglich von Bord bekommen, war das Gebot der gestrigen Nachmittagsstunden. Aber auch der Einsatz eines Spezialschiffes aus Cuxhaven führte bislang nicht zum Erfolg, die Gefahr noch nicht vorüber. Irgendwann müssen wir rein und das Brandgut letztendlich rausholen. Das muss irgendwann geschehen. Und dann wird es auch wieder zu einer leichten Rauchentwicklung kommen, die aber definitiv bei Weitem nicht so sein wird wie zum gestrigen Tage, wenn nicht völlig unvorhersehbare Dinge geschehen. Da sind wir auch nicht gefeit vor, dass jetzt plötzlich da irgendwas passiert. Ausnahmezustand also nach wie vor im Hamburger Hafen und die Hoffnung, die Lage heute endgültig in den Griff zu bekommen. Doch die mangelnden Informationen zum Brandherd erschweren den raschen Erfolg. Jetzt, um die Mittagszeit, soll das Schiff teilweise mit Wasser geflutet werden. Die Feuerwehr ist weiterhin vorsichtig mit Prognosen. Eine solch komplexe Lage auf einem brennenden Schiff jedenfalls hat es in Hamburg lange nicht gegeben.